Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag und es ist ungefähr 9 Uhr. Ich bin eben aufgestanden. Ich habe mir jetzt Frühstück gemacht. Das fällt heute etwas spärlich aus, da mein Freund sein Bäckchen für die Arbeit vergessen hat. Und das esse ich jetzt. Ich habe mir ein paar Tomaten drum gelegt. Ich bearbeite jetzt noch mein Video fertig und habe vor, heute noch 2 Videos zu drehen. Ich werde einkaufen gehen, ich werde kochen gehen. Ich habe heute frei. Und mal schauen, vielleicht gehen wir noch schwimmen. Und ich nehme euch heute mit. So, das ist dann jetzt mein Essen. Das ist einfach ein Ciabatta-Bäckchen mit Puten, Wurst, mit Pfefferrand und ein paar Cherry-Tomaten. Ich sag ja, ist kein kulinarisches Highlight, aber schmeckt auch gut. Ich komme einfach wieder nicht in die Gänge. Ich muss duschen und, weil ich so viel vorhab heute. Aber ich liege hier im Bett und knuddel mit Piep. Übrigens, was ich noch sagen wollte, habt ihr wahrscheinlich eben schon gesehen. Ich habe mir die Petra gekauft und da gibt es eine Aster Lip Butter dazu. Die kosten normal 7 Euro und die Zeitschrift kostet 2,90 Euro. Also Schnäppchenalarm. Das ist übrigens die Farbe und ich finde die richtig, richtig, richtig krass geil. Mein Outfit of the Day ist ein schlichtes Kleidchen von H&M. Da habe ich dann so ein Taillengürtel noch dran gemacht. Der ist auch von H&M. Die Sandalen sind vom Primark. Die sind aber schon uralt. Die habe ich ja noch in Weiß. Ich glaube, die sind schon 2 oder 3 Jahre alt. Und dazu trage ich dann wieder diese Perlenohrringe und ein Perlenarmband mit hier so einem kleinen Herzchen dran. Das ist von I.M. Und ich sehe irgendwie mega schick aus. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber ja, das ist es halt jetzt geworden. Ich fühle mich ganz wohl und jetzt gehe ich mal einkaufen. Ich bin gerade bei meinen Eltern und ich habe ein Video gedreht in meinem alten Hintergrund. Schreibt mir mal unbedingt unten in die Kommentare, wer diesen Hintergrund hier noch kennt mit dieser wunderschönen Tapete. Hier stehen natürlich mittlerweile andere Möbel, aber ich bin absolut begeistert. Ich liebe dieses Licht, was hier reinfällt. Das macht einfach toll. Ist toll. Und ich habe mir gerade überlegt, ich könnte ja mal öfters einfach hierher kommen, hier hinsetzen und Videos drehen. Der Hintergrund ist zwar jetzt nicht so wunderschön, aber das Licht ist einfach klasse. Und ich bin gerade begeistert. Und ich habe einen Tag gedreht oder beziehungsweise was ähnliches, weil das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Da hatte ich voll Bock drauf, weil ich nämlich gestern sowas in meiner Abo-Box hatte. Und ja, ihr werdet sehen. Ich bin jetzt zu Hause und ich werde jetzt kochen. Ich habe hier schon alles aufgestellt. Das Wasser kocht jetzt gleich. Es gibt Reis mit Hähnchen-Mini-Steaks. So sehen die aus. Und dazu gibt es Spiegelei und Rahmsoße. Und ich bin auch ein bisschen zum Aufräumen. Und mal schauen, was wir heute Mittag machen. Denn, ich glaube, wir gehen doch nicht schwimmen. Vielleicht zockt mein Freund, legt sich auch vielleicht hin und dann bearbeite ich den Tag, den ich gedreht habe. Also das Ei muss so sein. Mein Freund mag das hart gebraten und sehr stark gewürzt. Schmeckt aber echt gut. Sieht vielleicht nicht so appetitlich aus, aber es schmeckt sehr gut. Wir nicht, nee, nee. Zusammen. Ich bin jetzt bei meinen Eltern. Kevin hat sich hingelegt, der ist saumüde, der hat die Nacht über kaum geschlafen. Ich springe jetzt noch ein bisschen in den Pool und das erste Päckchen von Sabrina und mir ist angekommen. Von den Tattoos, die wir uns bestellt haben und die zeige ich euch jetzt mal. Also ich habe mir einmal das hier geholt, wegen dem Unendlichkeitszeichen und wegen dem Anker und so. Und ja, das hier ist jetzt nicht so geil, aber es sind schöne dabei. Das hier finde ich komplett wundervoll, ganz wundervoll, wundervoll. Die hier finde ich auch richtig cool, die großen hier. Wahnsinn. Das hier ist komplett cool. Also geometrische Sachen, Traumfänger und Pfeile und weiß ich nicht, ist alles ganz, ganz super. Und das hier ist auch ganz toll. Ah, eine
mit Pusteblumen. Ist das nicht schön? Und jetzt ist noch ein Päckchen unterwegs, wo wir bei Douglas bestellt haben. Ich verlinke euch den Shop hier mal unten in die Infobox, wenn ich ihn nochmal finde. Ja, müsste ich hier nochmal. Steht hier oben drauf. goldentattoo.de. Ach, wie herrlich. Meine Douglas-Bestellung ist auch angekommen. Das hier, das sind alles Goodies. Wen interessiert, wie man sowas bekommt? Schaut immer mal bei Frau Shopping vorbei. Also das hier ist alles geschenkt. Und die eigentliche Bestellung besteht ebenfalls aus hier solchen Stickern für Sabrina und mich. Die haben wir für die Finger bestellt. Das hier ist Sabrina. Das hier ist mein auch für die Finger. Und hier, sind die nicht geil? Die sind doch mega. Die sind doch richtig, richtig mega. Ich war jetzt eben noch ganz kurz bei DM, weil ich noch Deo gebraucht habe für an die Oberschenkel, was ich euch da letztens gezeigt habe in meinem Favoritenvideo. Und ich habe mir die Dinger hier drauf gemacht. Das sieht super schön aus. Ich hoffe, dass Gavin noch Lust hat. Wir wollten jetzt eigentlich ins Eiscafé gehen und Eis und ein Crepe essen. Und ich hoffe, dass wir noch gehen. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Mittwoch. Ich hatte Frühschicht und ich bin jetzt von der Arbeit zu Hause. Ich habe schon so eine Stunde gechillt und so nichts gemacht, so ein paar YouTube-Videos geschaut und so. Und ich muss kochen und ich weiß noch nicht genau, was wir heute Mittag machen. Kann sein, dass wir eventuell schwimmen gehen. Auf jeden Fall räume ich jetzt hier gerade noch ein kleines bisschen auf und dann nehme ich euch mit zum Kochen. Halb sechs abends. Eigentlich wollte ich schwimmen gehen, aber Kevin ist eingeschlafen, ich bin eingeschlafen, Kevin schläft immer noch, der liegt noch auf der Couch. Ich fahre dann jetzt mal zu meinen Eltern, Garten nass machen, Friedhof nass machen und so. Und wir wollen heute Abend noch Getränke kaufen und wir wollen, was wollen wir noch machen? Sabrina kommt noch kurz vorbei und ja, wir wollen um 7:45 eine neue Serie im Fernsehen schauen. Ich kann euch gerade nicht sagen, wie die heißt. Ich blende euch mal hier unten ein, falls es mir einfällt. Und ja, ich werde jetzt erstmal Garten nass machen. Es ist jetzt heute natürlich ein total sauren, spektakulärer Tag. Ne? Von daher, ja, tut mir leid, vielleicht wird morgen interessanter. Ich bin nicht gut drauf. Ich habe jetzt den verdammten Garten nass gemacht. Dieser scheiß Schlauch geht nicht und ist abgeplatzt und ich sehe aus und ich muss noch einkaufen. Ich bin komplett matschig, ich bin komplett nass, ich raste völlig aus. Da habe ich den Schlauchwagen, glaube ich, noch kaputt getreten. Das ist mir scheißegal, ich raste komplett aus. Verdammten scheiß Garten, obwohl ich keinen Garten habe, ey. Ich rasse gleich echt noch komplett aus. Jetzt ist die Katze weg. Die muss rein, ich muss weg. Fipsa, komm! Fipsi! Ich sehe sie da hinten. Beim Nachbarn ist sie immer im Garten. Und jetzt ist sie super weit hinten. Super weit. Fipsi, komm! Fipsa, komm! Fipsi, komm! Fipsi, komm her!
Das Problem ist, ich kann dort in den Garten nicht rein, weil das mega verwildert ist. Und dementsprechend komme ich an die Katze nicht dran. Das Problem ist aber, da muss er halt draußen bleiben. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil ich immer Angst vor Katzenfänger und so Zeug habe. Und das ist viel zu lang. Wie schon mal erwähnt im letzten Vlog, die ist alt. Und die ist normal nicht mehr lang draußen. Aber da meine Eltern nicht da sind, ist sie halt den ganzen Tag drin, bis ich komme. Und dann will die natürlich weg. Und jetzt habe ich gegossen und da ist sie nass geworden. Und jetzt war es ganz rum. Fipsi, komm. Ich bin jetzt ungefähr zum 10. Mal mit dem Kopf durch ein spinnendes Netz. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Boah, tut mir echt leid, aber ich bin heute echt super drauf. Ich bin super drauf. Ehrlich, ich bin zu Hause schon den ganzen Tag gestresst, weil der Vogel mich attackiert. Der ist mich die ganze Zeit am Beißen und am Machen und am Tun und lässt mir einfach keine Ruhe. Und wenn ich ihn wegtun, dann kommt er direkt wieder und beißt mir die Finger und aber so feste, ne? Ich mach so und der hängt dann mit dem Schnabel immer noch an meinem Finger und lässt nicht los. Und ich weiß nicht, was ich dem Vieh gemacht habe, ja? Wenn ich ihm aber Essen gebe, das nimmt er, ne? Ja, nee, ist klar. Mit meinem Freund hat er auch eine Phase, so eine Woche oder so. Da hat er ihn voll gehatet. Und wir wussten nicht, warum. Der hat überhaupt nichts gemacht, genauso wenig wie ich. Und jetzt ist er mich nur am Attackieren. Ich bin sowieso schon total gestresst. Und das war jetzt einfach... Kennt ihr das? Das war jetzt so der Tropfen zum Überlaufen. Ich fahre jetzt noch zu Dena, kaufe jetzt noch Heimchen. Für Piep eben. Und ja, dann schauen wir mal, was wir dann noch tun, ob wir überhaupt noch einkaufen gehen, weil wir haben kein Wasser mehr zu Hause und ja, bräuchten wir dringend eigentlich. Aber ich habe alleine mal keinen Bock nach der Arbeit, das alleine zu schleppen und ja, schauen wir mal, ob Kevin dann schon wach ist. Mit meinem Freund mit Doppelsahne, zweimal Joghurt, zweimal Haselnuss und ich hasse den Keks. Hast du den auch? Schreibt mir mal unten in die Kommentare. Ich habe Mango Maracuja, ich habe Melone, ich habe Cookies und ich habe Limette und da bin ich sehr drauf gespannt, weil ich hatte noch nie Limette. Außerdem habe ich mich wieder beruhigt. Schönen guten Tag. Es ist Mittwoch und das Licht ist, glaube ich, ziemlich beschissen. Tut mir leid. Ich bin eben von der Frühschicht gekommen. Ich habe mir jetzt ein schnelles Essen gemacht. Und zwar habe ich mir das da gemacht. Das ist Gurke. Das ist Kohlrabi. Rohkostteller quasi mit Avocado, Chili, Balsamico-Dip. Und das esse ich jetzt und ich mache mir eventuell vielleicht noch eine Erdbeermilch, weil ich Erdbeeren habe, die ich auf jeden Fall aufbrauchen muss. Und wir gehen heute Mittag Getränke kaufen und ja, ich warte dann jetzt noch auf Kevin, ich muss noch Wäsche waschen und dann sehen wir mal, was der Tag noch so bringt. So, Piepskäfig ist jetzt auch nochmal sauber, ist zwar jetzt ohne Grünzeug, aber wir haben ja keinen Garten, muss ich dann was holen, wenn wir bei meinen Eltern sind. Auf jeden Fall ist er jetzt nochmal sauber und mit Erlebnisboden, den ich gestern gekauft habe, ist das nicht cool. Übrigens, da hinten sitzt er. Da der kleine Punkt. Da, Piep, komm! Piep, komm! Ja? Ja, Mensch. Schau mal da. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag 8:30 und es tut mir unwahrscheinlich leid. Dieser Vlog ist dermaßen schlecht und scheiße einfach, weil ich die Woche nicht wirklich zum Vloggen komme. Ich fange jeden Tag an und es ja, wird dann immer wieder nichts mehr. Ich habe jetzt... heute meinen letzten Arbeitstag und dann habe ich Urlaub und wir fahren weg. Da weiß ich nicht, ob dann die Woche drauf ein Vlog kommt. Ich würde gerne vloggen, aber
mein Freund und ich, wir haben die letzte Zeit nicht so viel Zeit füreinander und dann möchte ich dann nicht noch die ganze Zeit die Kamera mitschleppen und für euch sprechen quasi. Das ist dann schon nervig. Und ja, aber mal sehen. Vielleicht für mich so ein paar Ausschnitte und so, weil wir fahren von Donnerstag bis Sonntag weg. Und ansonsten habe ich heute von 10 bis halb 9 meine letzte Schicht. Die ist natürlich saulang. Ich habe es mir aber selbst eingebrockt. Und dann habe ich endlich Urlaub und ich freue mich drauf. Und wir wollen vielleicht spontan noch 2-3 Tage nach Amsterdam. Das sehen wir dann. Und dann kommt Piep zu meiner Mutter. Und ansonsten haben wir vor, unser drittes Zimmer zu renovieren. Und da kommt dann mein Schminktisch rein, wenn wir das alles so machen. Und das wird dann mein Beauty-Drehzimmer und was auch immer. Und da habe ich mir ein Nagellackregal und lauter solche Sachen. Und da freue ich mich drauf. Da wollen wir schauen, dass wir das gemacht bekommen. Was machst du denn? Stinkei. Hm? Jetzt rastet er wieder aus. Und ja, ich habe mich jetzt eben schon fertig gemacht und ich glaube, ich habe eine Bindehautentzündung. Das juckt dermaßen. Ich kann jetzt heute natürlich nicht zum Arzt oder so. Ich werde, wenn es schlimmer wird, heute Abend ins Krankenhaus fahren, in die Augenklinik oder morgen. Weil das, ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber das ist echt, das ist brutal rot, ey. Da so vielleicht. Das ist brutal rot und juckt total, aber es eitert nicht. Und ich habe das jetzt schon den zweiten Tag, ich habe öfters Bindehautentzündungen schon gehabt, aber das war immer anders wie das hier, ne? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall nervt es mich total, aber ist ja normal, ich habe hier Urlaub. Das Wetter ist jetzt auch nicht mehr so toll, ne? Aber wie gesagt, ich habe hier Urlaub. Das ist normal. Ja, auf jeden Fall ziehe ich mich jetzt an und werde noch ein paar Sachen machen. Geschirrspüler einräumen, meine Saftpresse sauber machen und so weiter. Und dann werden wir uns, denke ich, heute nicht mehr sehen. Vielleicht morgen, das weiß ich noch nicht. Ansonsten wünsche ich euch schon mal einen schönen Start in die Woche. Nochmal entschuldigen für diesen grottenschlechten Vlog einfach. Ich hoffe, der nächste wird besser. Und falls die nächste Woche einfach keiner kommt, dann wisst ihr Bescheid, wieso, ne? Gut, dann verabschiede ich mich jetzt erst einmal und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.